So, einen wunderschönen guten Tag alle zusammen zu unserem Webinar Vorhang auf für den AI Assistant von Empower. Ich habe mir heute wieder den Stefan Kunert geschnappt. Hi Stefan, grüß dich. Hallo zusammen. Und genau, wir wollen heute mal ein bisschen über den Empower AI Assistant und über das Thema sprechen. Vielleicht kurz vorab ein bisschen was zu diesem Webinar. Sie sind alle im Zuhörermodus, das heißt, Sie können uns hören, Sie können uns aber nichts sagen. Wenn Sie eine Frage haben, dann nutzen Sie gerne die Chat-Funktion dafür. Und wir würden uns dann am Ende des Webinars nochmal einen kleinen Moment Zeit nehmen, um Fragen zu beantworten. Und im Nachgang gibt es dann auch nochmal ein bisschen hilfreiche Kommunikation zu dem AI Assistant und rund um das Thema. Genau, damit Sie hier möglichst viel mitnehmen heute. Und Stefan, wir steigen direkt ein, vielleicht mal mit so einem kleinen Einstieg in das Thema, weil ich glaube, auch für viele unserer Teilnehmer und für viele Unternehmen generell heutzutage ist dieses Thema KI so ein bisschen zwischen Hype und Wirklichkeit und auch die ganzen Lösungen, die sich am Markt gerade so tummeln. Wie ordnest du das denn ein? Ja, also genau wie du sagst, es ist tatsächlich irgendwo, wir haben so diese ganz klassische Hype-Thematik momentan. Also man wird ja medial auch komplett in KI-News eingewickelt, je nach Blase wahrscheinlich. Bei mir ist es extrem und jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen. Und ich glaube, vorab sei sicher gesagt, dieses Thema KI ist wirklich ein ganz großes Thema, ein Thema, was eine Grundsatztechnologie, das ist wie das Internet, was da kommt und das wird kommen und bleiben und wird, glaube ich, auch zukünftig ganz fantastisch sein. Aber natürlich haben wir beim Hype auch immer dieses Phänomen, dass am Anfang zu früh die Erwartungen viel zu hoch sind. Das hat man jetzt an ein paar Beispielen auch vielleicht bei so einem Co-Pilot gemerkt, wo dann quasi das so aufgebauscht wurde und dann eine Ernüchterung auch eintritt. Alles das gehört auch irgendwo zu dem Hype und zu einem normalen Verlauf zu einer Technologie dazu. Aber ich glaube, was die Gespräche, die wir und die ich zurzeit mit vielen Kunden, egal ob Konzern oder Mittelstand habe, da ist sehr viel Druck da. Man hat einerseits diesen Druck, gerade durch dieses Hypige um dieses Thema. Man muss was tun. Die Mitarbeitenden erwarten auch, dass die eigene Firma KI hat und man auch das, was man vielleicht zu Hause von DeepL oder ChatGPT kennt, auch im Unternehmen nutzen darf. Gleichzeitig sind aber natürlich noch viele Fragen offen. Und da ist, glaube ich, ein Spannungsfeld gerade, wo viele auch sich noch orientieren und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Wir können jetzt hier einfach lospreschen, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht ewig warten. Also das ist so dieses Feld, was wir gerade so ganz oft bei Kunden sehen. Was ich im Moment viel höre, wenn ich mit Kunden spreche, ist auch so dieser Zweifel, ob KI-Lösungen denn eigentlich schon gut genug sind für den Einsatz in Unternehmen. Ich glaube, das fragen sich auch viele. Also sollen wir jetzt noch ein bisschen warten oder sollen wir schon anfangen und erzielt es dann wirklich so die Ergebnisse, die wir uns auch davon versprechen? Also natürlich ein Produktivitätsvorteil, ist ja ganz klar. Aber wie siehst du es? Ja, ich glaube, das hängt wieder auch mit dem Thema, welche Erwartungshaltung habe ich zum jetzigen Zeitpunkt an KI? Die KI, die wie uns jetzt alle ein Stück weit begeistert und überrascht hat, war das, was wir in ChatGPT wahrscheinlich die meisten von uns schon erlebt haben. Also eine unfassbar gute Sprachverständnis. Man hat fast das Gefühl, man könnte mit damit Menschen sprechen, mit einem sehr klugen Menschen sogar. Und diese Fähigkeit, Texte in unglaublicher Geschwindigkeit umzuformulieren und auch zu antworten. So, und ich glaube, aber dieses Thema, was damit dann vermischt wird, ist, nein, es ist auch vielleicht auch in der Copilot-Werbung, was so rüberkam, als ich muss jetzt nur noch einen Knopf drücken und das fertige Geschäftsdokument oder die fertige Präsentation für meinen nächsten Pitch wird erstellt. Nein, das geht noch nicht, das wird auch nicht so schnell gehen. Und dann ist natürlich schnell so eine Ernüchterung oder so kritische Stimmen, die dann schnell sagen, ja, guck mal, das war ja alles nur hier Werbung und Schall und Rauch. Ich glaube, die Wahrheit ist dazwischen. Ich glaube, wenn man die Anwendungsfälle, wo KI heute schon wirklich wahnsinnig Tolles leisten kann, wenn man sich darauf konzentriert, dann ist die Antwort sicherlich, es ist nicht zu früh. Man kann genau dafür heute KI und sollte sie auch einsetzen. Und es gibt eine interessante Studie, die habe ich vor wenigen Wochen gelesen, die können wir auch gerne dann im Nachgang oder im Chat hier mal teilen. Und zwar, das war die Wharton School hat mit BCG eine Studie gemacht. Das waren über 700 Berater und Beraterinnen von BCG, also der Boston Consulting Group, einer der renommiertesten Beratungen der Welt, mit verschiedenen Senioritäten, die Berater aus verschiedenen Ländern. Und man hat eine Testgruppe hatte ChatGPT 4.0 als Tool, wurde kurz erklärt.
Und die andere Testgruppe hatte keine AI. Und dann wurden denen Aufgaben gestellt. Aufgaben, so wie sie ein Berater und eine Beraterin im Beratungsalltag haben. Kreatives, wie welche Optionen haben wir, analytische Fragen, aber auch natürlich, wie würdest du diese Ergebnisse entsprechend präsentieren? Also dieses, wie kann ich Argumente aufbauen? Und in diesem sehr umfangreichen Test, also wissenschaftlich äußerst fundierten Test, hat dann am Ende ein Gremium an Leuten bewertet, wie gut die Ergebnisse sind, und natürlich wurde gemessen, wie lange haben die Beraterinnen und Berater gebraucht. Und das Gremium wusste natürlich nicht, von wem kommt welche Antwort. Das Ergebnis war so eindrucksvoll, die mit ChatGPT, die Gruppe damit gearbeitet hat, 4.0, war 25% schneller in der Arbeit. Und das Ergebnis beider Gruppen war bei den mit ChatGPT 40% besser. Also die Ergebnisse wurden als viel höherwertig bewertet, die mithilfe, wie gesagt, es war ja nicht alleine ChatGPT, sondern ein kluger Berater, eine kluge Beraterin zusammen mit ChatGPT. Und das zeigt, glaube ich, sehr eindrucksvoll, dass man viele Facetten von KI heute schon wunderbar nutzen kann. Und für mich die Frage auch gar nicht ist, ist es zu früh, sondern eher die Frage, kann ich mir leisten, lange auf KI in meinem Unternehmen zu verzichten, wenn es alle anderen bald tun? Da will ich, glaube ich, nicht ins Hintertreffen geraten, so würde ich die Lage eher einschätzen. Ja, so sehen es viele. Mir geht es jetzt so, wenn ich mit unseren Kunden spreche, dann höre ich aber noch nicht so jetzt, dass flächendeckend überall schon KI eingesetzt wird und alle nur davon schwärmen, was für tolle KI-Lösungen sie gekauft hat. Also, und weil ich das so oft höre, frage ich mich halt, naja, wenn man eigentlich die Vorteile jetzt zum Beispiel aus so einer Studie, da ist natürlich sehr plastisch, aber auch sonst natürlich wir alle als Privatpersonen kennen ja die Vorteile, die jetzt ChatGPT zum Beispiel schon bringt. Aber wenn man das so miteinander vergleicht, dann fragt man sich ja eigentlich, woran liegt es? Also woran liegt es jetzt konkret, dass ihr noch nicht flächendeckend bei den Unternehmen sehen, dass sie viele AI-Lösungen einführen, sondern doch eher, würde ich einschätzen, noch eine abwartende Haltung gegenüber dem ganzen Thema haben. Das stimmt, und das erlebe ich ja auch in den vielen Gesprächen, die wir zurzeit mit Kunden darüber haben. Ich glaube, es sind mehr oder weniger immer wiederkehrend so drei Hauptthemen. Das eine ist ganz klassisch die Kosten. Die heutigen KI-Lösungen sind teilweise wahnsinnig teuer. Das heißt, also auch so ein Copilot oder so ein Preispunkt haben wahrscheinlich viele gehört, zwischen 22 oder 30 Euro pro Nutzer und Monat. Das passt halt nicht zusammen in Zeiten von wirtschaftlich angespannter Lage. Fast kein Deutscher und kein deutsches Unternehmen, was keine Kosteneinsparungsprogramme irgendwie fährt. Das heißt, einerseits dieses große Bedürfnis, wir müssen unsere Kosten einsparen, und dann dagegen steht eine riesige Position, die dann KI kostet. Also das ist etwas, was, glaube ich, ein Grund dafür ist, dass alle zurückhaltend sind. Thema Datenschutz und Datensicherheit ist ein ganz großes Thema, gerade bei deutschen Unternehmen oder europäischen ist das nicht so entspannt wie vielleicht beim amerikanischen. Da ist oft die Frage, welches Modell wird denn eigentlich genutzt? Kommuniziert die Anwendung direkt mit OpenAI, die vielleicht die Daten nutzen, um das nächste Modell zu trainieren, oder die gar nicht GDPR-konform vielleicht sind, und also DSGVO-konform, diese Dinge, die sind da noch sehr offen, und deswegen und teilweise man auch Sorge hat, welche Inputs und Outputs, also der Input, der da reingeht und was zurückkommt, sind ja oftmals hochsensitive Daten von einem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, viel Unsicherheit. Und war so wie damals, als die Cloud irgendwie Einzug gehalten hat. Da war auch erstmal, als die Cloud kam, erstmal kurz, okay, Pause, was machen wir? Wir brauchen Prozesse, wir brauchen, das ist geordnet. Und erst dann im zweiten Schritt wurde Gas gegeben. So ähnlich sehe ich das auch gerade, was das Thema angeht. Und zu guter Letzt, was wir gerade hatten, das Thema falsche Versprechungen, oder ich muss schon auch, ich brauche eine Software, die natürlich auch wirklich das abliefert, was sie mir verspricht. Das heißt, ich brauche, und da hapert es momentan teilweise noch, dass ich eigentlich nicht den Nutzen aus dieser KI bekomme, den ich mir verspreche. Und dann habe ich natürlich auch schnell so eine Betrachtung, naja, Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Und dann warten wir noch ab. Ja, ich glaube schon, dass auch so diese erste Erkenntnis im Markt dann kam und viele einfach dadurch dann vorsichtiger geworden sind, vielleicht auch jetzt und vielleicht eher von einer schnellen Einführung von KI-Lösungen dann erstmal zurückgeschreckt sind und in so eine eher abwartende Haltung einfach erstmal übergehen und schauen. Auch so ein bisschen, was machen andere, welche Lösungen gibt es vielleicht noch am Markt und genau. Was eine ganz gute Überleitung bietet, damit wir jetzt auch mal genau, unseren Zuschauern so ein bisschen was zeigen können, aber vielleicht
gibst du uns mal kurz einfach auf der Tonspur nochmal so eine Einführung. Was haben wir denn jetzt gemacht mit dem Empower AI Assistant und warum, bevor wir dann auch dem Publikum einmal einen ersten Eindruck vermitteln? Mhm. Genau, du darfst mir die Rechte zum Teilen geben, dann kann ich, glaube ich, direkt gleich starten. Also was haben wir uns überlegt? Wir haben eben als gerade wir als Microsoft-Partner und wir sind ja sozusagen wir sind ja sozusagen als Partner, was eine App für einen App Store ist. Wir wollen ja quasi das bestehende Produkt von Microsoft mit unseren Lösungen besser machen. Und deswegen war die Idee zuerst mal zu warten, weil Copilot, was kann der? Den wollen wir erstmal selber testen, um dann zu schauen, wo gibt es vielleicht noch offene Stellen oder Dinge, die wir lösen können. Und das hat sich jetzt ein bisschen relativiert aufgrund der ersten Erfahrung. Und wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen, um diese Herausforderung, die wir gerade aus diesen Gesprächen zitiert haben, wir brauchen was Kostengünstiges, der Empower AI Assistant, den gibt es zu einem Bruchteil der Kosten von anderen KI-Lösungen. Also wir reden von Faktor 10 weniger, was es kostet, um die Lösung flächendeckend einzuführen. Wir haben uns bewusst dafür so ein attraktives Preismodell entschieden. Das zweite ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wir als Anbieter sind natürlich ISO-zertifiziert. Das bedeutet, unsere Datensicherheit hat höchsten Stellenwert. Und wir binden nicht die OpenAI-API an, sondern die OpenAI-Variante, die es von Microsoft Azure gibt, also sprich über Microsoft Azure gehostet. Da ist keinerlei Verbindung zu OpenAI. Die Daten sind sicher und werden nicht gespeichert auf dem Server von Microsoft. Die Daten werden auch nicht benutzt, um Modelle zu trainieren. Das heißt, wer Microsoft vertraut, sprich wer eine Microsoft 365-Abo hat, der kann dieser Schnittstelle von KI gleichermaßen vertrauen, weil sonst würde ich dem einen Anbieter hier nicht vertrauen, da vertrauen. Also das ergebe wenig Sinn, salopp gesagt. Das heißt, wir benutzen bewusst diese Variante. Für große Unternehmen noch der Zusatz, bieten wir sogar die Möglichkeit an, das im eigenen Tenant zu installieren, sodass da überhaupt gar nicht ein Anbieter dazwischen hängt. Aber das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Sache, dass man sozusagen da die Datensicherheit und den Datenschutz groß schreibt. Und zu guter Letzt, und das zeige ich dann am besten einfach, bevor ich über eine Benutzerfreundlichkeit rede, haben wir uns halt auf diesen Fall der Textoptimierung und Texterstellung maximal fokussiert. Das ist das, was heute KI Stand jetzt besonders gut kann. Das ist die Stärke, die uns alle auch ja wahrscheinlich schon beeindruckt hat, als wir es gesehen haben. Wir haben andere KI-Pläne, die wir darüber hinaus entwickeln, aber das ist, was die heutige KI zu bieten hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die Funktionalität, die Software muss sich genau darauf fokussieren, sodass jeder Anwendende im Unternehmen sofort auch den Nutzen daraus zieht. Ja, dass man da jetzt nicht groß schulen und trainieren muss, sondern sagt, hier ist eine Software, damit könnt ihr sofort loslegen. Und genau das ist der Grund, also unser Empower AI Assistant, den gibt es für die drei Office-Programme, die verantwortlich sind, wenn man Kommunikation auch nach außen macht, da wo es besonders wichtig wird. Das ist PowerPoint, was ich schon offen habe. Das ist Word und das ist E-Mail, also Outlook. Ja, in diesen drei Programmen gibt es den AI Assistant als Add-on, technisch sozusagen, hier sieht man schon so ein Icon, also eine Funktionalität im Office. Man braucht keinen Power haben, um das nutzen zu können. Man kann es quasi mit oder ohne Power sozusagen einsetzen. Und die Idee ist immer, dass ich quasi diese zentrale Anwendung habe in diesen drei Applikationen. Die funktioniert auch in allen drei gleich. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Die kann man aber eins zu eins sich auch in Word oder Outlook vorstellen. Aber in PowerPoint ist es, glaube ich, besonders häufig der Fall. Und genau, steigen wir einfach mal direkt ein. So der absolute Standardfall, den vielleicht auch viele von uns schon über das neue DeepL Write, also diese Schreibverbesserung oder halt über ChatGPT Formuliere mal umgenutzt haben, ist Texte optimieren. Ich sage immer so, das ist so mein persönlicher Lektor. Ja, das Lektorat gibt es vielleicht bei ganz wichtigen Unterlagen, aber hier habe ich jetzt meinen persönlichen Lektor mit einem Klick entfernt. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier so eine Folie gestalte und habe da jetzt Texte geschrieben, dann kann ich einfach hingehen und kann mir zum Beispiel einzelne Texte hier Textboxen, das sind ja lauter Shapes in PowerPoint, anklicken, die ich jetzt einmal korrigieren lassen will. Ich könnte natürlich auch die ganze Folie durchlaufen lassen, aber da bin ich jetzt verrutscht so und kann hingehen und sagen, ich klicke mal den AI Assistant an und jetzt gucken wir uns mal diese Oberfläche an. Die Oberfläche ist immer ganz simpel aufgebaut.
Oben kann ich einen Befehl ausführen. Entweder ich kann sogar meinen eigenen Prompt schreiben, muss ich aber gar nicht. Ich kann auch diese Auswahl an vorgefertigten Prompts benutzen. Ja, da können beliebig viele hinterlegt werden, können unternehmensweit zentral bereitgestellt werden, dass so niemand sich irgendwie damit auseinandersetzen muss und einfach direkt Funktionen hat. Aber ich kann auch später, das zeige ich, noch meine eigenen Prompts in dieser Liste hinzufügen. Dann habe ich auf der linken Seite immer den Text, den ich jetzt optimieren will. In dem Fall, ich schicke den jetzt gerade in mein Lektorat. Das heißt, links ist der Text, den ich geschrieben habe. Ich sehe hier unten auch eins von drei, weil ich hatte ja drei Shapes angeklickt. Da geht mir jetzt eins nach dem anderen durch. Und jetzt kann ich entscheiden, was will ich mit diesem Text machen. Und ja, in meinem Lektoratfall sage ich zum Beispiel, also ich habe den Optimiere genannt. Das heißt, kann ich jetzt hier, der wurde bei uns zentral hinterlegt, optimiere diesen Text. Und jetzt sehe ich rechts das Ergebnis der KI. Also dieser Text einmal, man sieht es hier auf die Schnelle, natürlich gilt bei KI, deswegen haben wir uns genau für diese Darstellungsform entschieden und für keine andere. Ich muss das Ergebnis checken. Ich darf es nicht ungeprüft übernehmen. Das ist der größte Fehler, den man mit KI machen kann, einfach zu glauben, es wird schon passen. Ich muss es gegenlesen und da hilft natürlich mir dieser optische Vergleich mit dem Original links, rechts extrem. Wenn das einfach wie zum Beispiel beim Copilot manchmal in manchen Anwendungen ersetzt wird, ist schwierig. Da muss ich immer zurück und wieder Undo, Redo machen. Hier sehe ich und kann entscheiden, ich lese es durch. Hier hat er den Satzbau umgestellt und auch doppelte Leerzeichen und sowas entfernt er natürlich alles intelligent, macht die Grammatik richtig. Und dann sage ich wunderbar, das will ich übernehmen. Dann springt er direkt zur nächsten Textbox und da schlägt er mir ja auch Änderungen vor. Wie gesagt, in der Demo gehe ich jetzt, lese ich jetzt nicht alles gemeinsam durch, aber kann hier dann relativ schnell sagen, super, gefällt mir und verwende ich. Auch hier hat das jetzt umgestellt, im Satzbau sage ich okay. Und jetzt kommt's, er fügt natürlich durch diese Integration in Office, das ist das Besondere, den Text direkt ein, ersetzt den und stellt auch immer sicher, dass die Formatierung vom Text erhalten bleibt. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich das hier mit ChatGPT mache, was ich im Unternehmenskontext nicht tun sollte, Thema Datenschutz, aber wenn ich das da jetzt in den Browser, müsste ich erst den Text aus jeder Shape einzeln rauskopieren, schmeiß den nach ChatGPT, muss jedes Mal diesen Prompt tippen, kriege ein Ergebnis, muss das kopieren und wenn ich spätestens hier zurück bin nach dem 10. Klick und einfüge, dann wird in aller Regel die Formatierung kaputt gehen. Und dann fange ich an, wieder zu formatieren. Und das mache ich 10 Klicks mal drei Shapes, dann habe ich 30 Klicks gemacht und habe sogar noch ein Programm genutzt, was datenschutztechnisch keine gute Idee ist im Unternehmenskontext. Und hier haben wir eben das Thema super effizient, super schnell und es läuft alles über die saubere Schnittstelle. So, das war also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich liebe, jetzt habe ich meinen persönlichen Lektor. Ich habe natürlich auch einen Werbetexter im Gepäck. Ein Werbetexter, der mir hilft, mal eine Überschrift ein bisschen spannender zu formulieren. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, Word-Dokumente mit vorgefertigten Inhaltsblöcken erstellen. Ist jetzt so eine Werbeunterlage, die ich vielleicht erstelle. Klingt jetzt nicht so ansprechend. Dann kann ich auch einfach hingehen und sagen, ich habe das für mich schon hier mal hingelegt, werblich formulieren. Das ist jetzt vielleicht kein zentraler, aber den nutze ich halt häufig. Und dann baut er mir den entsprechend um. Ja, dann habe ich jetzt hier einen Text bekommen, der das inzwischen werblicher macht. Den kann ich dann auch, theoretisch kann ich den dann noch weiter überarbeiten und sagen, kürze den Text und mache eine Überschrift daraus. Ja, dann kann ich einfach das mal das so reintippen und kann mal gucken, was passiert. Und jetzt habe ich quasi eine Kurzform davon und habe sozusagen jetzt in sehr einfach quasi eine Überschrift bekommen, die wesentlich ansprechender klingt als das, was ich mir davor zusammen überlegt habe. Es hilft einem einfach gerade da, wo man jetzt vielleicht sprachlich oder so nicht die größten Stärken bei sich sieht, sich da einfach mal Varianten entgeben zu lassen. So, das ist so also alles rund um Text. Optimieren, also lektorieren, Satzbau verbessern, alle Grammatik und Rechtschreibfehler werden natürlich immer automatisch mit korrigiert. Ein anderer Fall, in aller Schnelle Texte kürzen, hatte ich gerade schon mal angedeutet, das liebe ich ja auch, weil oft hat man zu viel Text auf so einer Folie, das kennen wir wahrscheinlich alle. Frühe Lösung, Schriftgröße 8, ja, das hat man dann immer geschimpft über die Kolleginnen und Kollegen, die diese Textwüsten produzieren. Eigentlich wussten wir alle immer schon, die Antwort wäre, den Text ein bisschen reduzieren für so eine Folie wäre eine gute Idee. Das ist aber mühsam und aufwendig, da ist die AI aber unfassbar stark. Da kann ich hingehen und einfach sagen, okay, ich möchte hier diesen Text einfach entsprechend gekürzt haben. Da kann ich jetzt wieder so einen vorgefertigten Button nehmen, dann fasst er mir das zusammen und dann sehe ich hier wieder links und rechts, würde ich natürlich durchlesen, aber ist eine brillante, verkürzte Form dessen, was da links steht.
Und so klicke ich jetzt wieder durch die, ich habe vier Textboxen angeklickt. Alle vier nach und nach kann ich jetzt ganz einfach mir anschauen und jeweils dann die Ergebnisse sozusagen übernehmen. Ich kann übrigens, wenn mir mein Ergebnis nicht gefällt, auch immer sagen, mach's nochmal. Und dann geht die KI nochmal neu hin. Der Text ist ein anderer. Ja, das ist ja so, wie man mit KI ist, nie das gleiche Ergebnis, was rauskommt. Und dann kann ich mir quasi auch mal drei, vier Varianten präsentieren lassen, wenn ich nicht zufrieden bin. Und das Ergebnis dann übernehmen. Und hier sehen wir, haben wir jetzt auf einen Schlag aus einer überfüllten Folie eine luftige gemacht. Texte übersetzen, fast ein No-Brainer. DeepL war ja so gefühlt einer der Vorreiter, was die Experten in Linguistik, ich bin keiner, aber was ich gelesen habe in vielen Studien ist, dass die Qualität von jetzt OpenAI-Übersetzungen und DeepL also auf Augenhöhe sind. Da findet mal der eine Nuance bei dem einen mehr oder weniger. Aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt so einen Assistenten habe in Office, kann ich den natürlich auch super nutzen, um eben mal eine oder mehrere Folien. Jetzt habe ich jetzt zwei englische Folien, die habe ich mir vielleicht aus irgendeinem Deck aus Corporate oder so runtergezogen. Und dann kann ich natürlich jetzt beliebig viele Folien einfach nehmen, selektiere die und sage, bitte einmal ins Deutsche übersetzen. Und dann kriege ich hier Übersetzungen, die hervorragend sind. Auch hier wieder das Coole an KI. Ich kann eben gleich in einem, also oftmals sind ja Übersetzungen, die einfach nur relativ wortgetreu den Satz also übersetzen und das beibehalten. Ich kann hier zum Beispiel dazu sagen, was in dem Prompt hinterlegt ist, drücke es so aus, wie es ein Native German Speaker machen würde. Das beinhaltet, das sagt der KI dann entsprechend, dass auch ein Satzbau oder eine Ausdrucksweise umgestellt werden darf, wenn man das so im Deutschen nicht sagt, wie es der Amerikaner vielleicht sagt. Sowas wie at the end of the day, weiß ich nicht, ist nicht, aber man sollte nicht dauernd sagen, am Ende des Tages ist in amerikanischen Ausdrucksweisen, die von der KI dann direkt in ein passenderes deutsches in Begrifflichkeit umgesetzt wird. Und das sind also toll, das sind tolle Ergebnisse, die ich hier erhalte und habe eben, wie gesagt, mit Klicks, ich muss nichts formatieren, ich muss immer nur das Ergebnis einmal prüfen, was inhaltlich von der KI ausgespuckt wird und bin halt super effizient. Wie gesagt, alles, was ich hier zeige, ich zeige auch noch zwei Beispiele gleich in Outlook und Word, geht natürlich genauso in den beiden Programmen. Das ist also jetzt nicht auf PowerPoint allein bezogen. So, der letzte Anwendungsfall für PowerPoint in aller Kürze ist die Inhaltserstellung. Also wenn ich, kann ich ja KI kann ich nicht nutzen, um mal bestehende Texte zu überarbeiten, sondern ich kann auch sagen, schreib mir mal was dazu. Ich persönlich sage, das ist ein begrenzter Anwendungsfall in Unternehmen, weil ich jetzt nicht allzu oft Recherchearbeiten aus dem Internet irgendwie jetzt in Geschäftsdokumenten präsentiere. Das ist für einen Studenten oder eine Schülerin, glaube ich, noch spannender der Ansatz. Aber manchmal brauche ich das schon. Also Beispiel, ich will vielleicht so über Thema KI in Unternehmen sprechen. Dann könnte ich jetzt einfach hingehen. Ich klicke jetzt da rein und sage, hier will ich jetzt einen Text erstellen. Also ich habe nicht selektiert, sondern ich will an der Stelle, wo der Cursor blinkt, über Vorteile von KI in Unternehmen sprechen. Wenn ich jetzt den AI Assistant aufrufe, sieht man, ich habe kein Links-Rechts mehr, sondern ich habe nur noch eine Prompteingabe und freien Text darunter, weil jetzt wird ja was Neues erstellt. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, weiß ich nicht, erstelle eine, können wir das einfach ausdenken, Aufzählung mit Vorteilen für die Einführung von KI in Unternehmen. Keine Ahnung. So. Einfach mal frei Schnauze, was ich hier so ungefähr sagen will. Ich bin faul, ich kopiere mir das, weil ich das gleich nochmal brauche. So, dann habe ich eine Liste bekommen. Ist ja immer faszinierend, wie schnell er das zusammenkriegt, was er aus dem Internet recherchiert hat. Dann sage ich wunderbar, danke. Dann habe ich hier schon mal erste Punkte. Ich wollte auch die Risiken gegenüberstellen. Mache ich das gleiche hier. Ich habe jetzt einen Copy-Paste mit Risiken für bei der Einführung, weiß nicht, ob ihm das wichtig ist, wahrscheinlich nicht, bei der Einführung von KI in Unternehmen. Und dann lasse ich mir das gleiche quasi auf der Risikenseite geben, habe hier auch 5 Punkte. Wunderbar. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die fertige Folie. Ja, ich glaube, solche falschen Versprechungen sollte man bei KI nie machen. Das ist aber ein toller Startpunkt. Ich komme quasi sofort von 0 auf einen 80% und jetzt kann ich hier vielleicht noch von Hand was ändern oder ergänzen. Aber ich fange nicht bei diesem weißen Blatt Papier an, wo ich irgendwas denke, ach, was schreibe ich jetzt? Sondern ich habe sofort zum Startpunkt. Und das, glaube ich, einen, ja, auch einen, bei manchen Themen ganz dankbarer Anwendungsfall, den man mit KI machen kann. So, das waren mal so alles Beispiele, die wir zeigen aus der Unternehmenspraxis, was immer wieder, was auch wahrscheinlich viele von Ihnen mit DeepL Write oder DeepL Translate schon machen oder eben manchmal auch mit ChatGPT. Das ist auch ein anderer Anwendungsfall, ist das Thema Zusammenfassungen, was ich
auch ganz spannend finde. Also hier haben wir zum Beispiel, jetzt sind wir jetzt in Word, wie gesagt, es funktioniert genau gleich. Wir haben jetzt hier so einen langen Report, den ich mir jetzt einfach vielleicht hier als Executive Summary zusammenfassen will. Das habe ich ja in zig Seiten und das kann ich dir einfach reinschmeißen und sagen, okay, ich möchte mir daraus eine Zusammenfassung machen. Könnt jetzt sagen, create a short summary. Und guck mal, was er damit macht. Das sind jetzt vier DIN A4 Seiten Text. Und dann habe ich hier eine Kurzfassung davon. Wenn mir die jetzt gefällt, also müssen wir gucken, was er hier gekürzt hat. Also es ist ganz gut von der Menge. Ich kann das natürlich weiter irgendwie reduzieren oder verlängern, wenn ich möchte. Jetzt gefällt mir diese Zusammenfassung gut. Ich merke also, meine Eingabe hat hier gut funktioniert und denke mir, das kommt bei mir häufiger vor. Dann kann ich übrigens in der Software neben diesen zentral vorgegebenen Prompts, die unternehmensweit bereitgestellt werden, kann ich sagen, oh, den merke ich mir. Und dann sage ich, das ist jetzt hier meine Executive Summary, mein Befehl, ja, und habe sozusagen den geaddet. Und dann ist der quasi jetzt in meiner, der ist jetzt nicht bei allen Mitarbeitenden im Unternehmen, sondern der ist jetzt bei mir. Und den kann ich jetzt beim nächsten Mal, und manchmal sind ja Prompts auch 3, 4 Zeilen lang, den habe ich jetzt quasi auf einen Knopfdruck beim nächsten Mal wieder verraten. So, in dem Fall schnappe ich mir diesen Prompt, den kann ich hier übrigens auch mal schön rauskopieren, ja, und dann kann ich hier hingehen und sagen, in der Executive Summary schmeiße ich mir diesen Prompt da rein und habe ich quasi wie so eine Art, ja, Abstract oder so eine kurze Zusammenfassung und wer die Details wissen will, kann sich dann das im Dokument durchlesen. So, das ist also, wie gesagt, ein weiterer Fall, war was Großes. Ich könnte auch eine E-Mail-Chain nehmen und die zusammenfassen lassen, weil das ist etwas, was eben KI beeindruckend gut kann. Letzter Fall für diesen Demo-Teil, dann sind wir auch, glaube ich, einmal durch, das Thema Outlook. Und zwar ein Outlook, eine wichtige E-Mail. Ich mache einfach mal eine neue E-Mail auf. Auch hier wieder AI-System genau gleich, funktioniert gleich, ist hier eingebunden. Und da ist so ein typischer Anwendungsfall, der dauernd vorkommt. Also ich saß jetzt in einem Kundentermin. Keine Sorge, ich teile keine realen Daten, aber stellen wir uns mal vor, ich war im Kundentermin, war vielleicht mit einem amerikanischen, ich habe mir Notizen gemacht, ich mache mir die Notizen dann trotzdem auf Deutsch, habe also quasi jetzt Notizen aus diesem Termin, die habe ich bei mir im OneNote gehabt oder wo auch immer, ist ja auch egal, ich kann die auch einfach reintippen. In meinem Fall habe ich das mir mal so basismäßig vorbereitet, dass ich sage, okay, ich hatte hier so grobe Notizen, ich will so eine grobe E-Mail machen, so nach dem Motto, hier, danke, hier die Zusammenfassung, wie angekündigt. Die Zeitleiste, die wir besprochen haben, ABC, passt es so? Wenn nein, lassen wir uns sprechen. Man sieht hier an diesem Beispiel, das ist total so eine schlampige Schrift, die man nur für sich so nutzt. Keine großen Kleinschreibungen, Rechtschreibfehler, keine ausformulierten Sätze. So, das könnte jetzt auch eine wesentlich längere E-Mail sein, aber nur, dass man mal so ein Gefühl bekommt, jetzt kann ich hingehen und sagen, am Ende muss hier jetzt eine perfekte professionelle englische Geschäftsmail rausgehen an einen wichtigen Interessenten. Ja, das ist kein Spaß. Sondern es muss richtig gut sein. Und jetzt habe ich das aber so ganz schnell mal eben reingetippert und jetzt nutze ich einfach den AI-Assistenten und sage, okay, Schritt 1, das Ding wollen wir erstmal richtig gut formulieren. Ich habe jetzt für mich dafür noch keinen speziellen Prompt, deswegen tippe ich einfach, formuliere diese E-Mail aus, weil offensichtlich sind Stichworte, und verwende eine förmliche Sprache, das ist ein Business-Kontext. So. Und dann kann ich das erstmal machen. Und wir sehen, aha, sehr geehrter wurde da auf einmal drauf, bei einer Zusammenfassung, die Zeitleiste, alles ausgeschrieben, man sieht sofort mit Bulletzeichen, alles schön. Entspricht das Ihren Vorstellungen? Falls nicht, geben Sie bitte Bescheid, dann können wir darüber sprechen. Also alles wunderbar. Gefällt mir. Ich bin noch nicht fertig, weil ich wollte es ja noch auf Englisch machen. Jetzt habe ich aber in Deutsch schön kontrollieren können, ob das so passt. Jetzt schmeiße ich mir das einfach hier ganz komfortabel links rein. Ja? Und jetzt sage ich, translate to English as if you were an American Native Speaker. Ja, jetzt kriege ich quasi eine E-Mail, wie ein American Native Speaker das Ganze ausdrücken würde. Kann das nochmal kurz kontrollieren, aber man sieht sofort auf den ersten Blick, sieht super aus, kann ich entsprechend so übernehmen. Und dann klicke ich auf Accept und habe aus meinen sehr groben Notizen ohne viel Zeit und Arbeit eine perfekte englische Mail gemacht. Ein Use Case, der ständig vorkommt, wenn man keine Notizen gemacht hat oder die so aus der Erinnerung macht, kann ich auch empfehlen, dass man die einfach hier über Cortana oder bei Apple mit so einer Diktierfunktion einfach wie bei so einer WhatsApp-Nachricht reinspricht in die E-Mail. Dann hat man seinen Text und dann kann ich wirklich diesen sehr groben Text, der ja bei der Spracherkennung oft auch nicht perfekt ist, wenn man ehrlich ist. Ja, wenn ich den aber als Ganzes mit den AI-Assistenten verarbeite, werden diese ganzen Probleme natürlich automatisch von der KI eliminiert und ich habe eben einen super Produktivitätsboost plus eben, wie wir bei der BCG-Studie gesehen haben, bin ich nur schneller, sondern die Qualität meiner
meiner E-Mails, meiner Präsentation, der Ergebnisse ist einfach höher. Weniger Fehler und eine professionellere Ausdrucksweise. So, haben wir schon überzogen, Felix? Ich gebe mal ganz schnell zurück, aber das war mal der Schnelldurchlauf. Genau, wir sind eigentlich am Ende der Zeit angelangt, aber erstmal ganz herzlichen Dank für die schöne Demo, Stefan. Genau, ich Gerne, würde gerne. sagen, wir haben ziemlich viele Fragen in dem Chat. Aufgrund der Zeit würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen mal so ein paar einfach daraus und beantworten die und beantworten den Rest dann einfach im Nachgang. Also wenn Sie jetzt Ihre Antwort nicht erhalten, nicht traurig sein, wir kommen dann im Nachgang nochmal per E-Mail auf Sie zu. Und Stefan, ich musste gerade schmunzeln, weil das ist ja das zweite Webinar, was wir heute dazu machen. Und wir hatten auch vorhin schon mal Fragen bekommen. Und es kommen wieder ja, sehr, sehr ähnliche Fragen. Von daher, die Klassiker sind quasi auch wieder dabei. Ich würde jetzt mal so ein paar einfach rausgreifen. Was muss ich tun, um den AI Assistant bei einem bestehenden Empower-Abonnement nutzen zu können? Genau, die nehme ich vielleicht einfach mal und beantworte das. Also, es gibt verschiedene Lösungen von uns. Ich weiß jetzt nicht, welche Lösung Sie gerade im Einsatz haben, aber der AI Assistant ist quasi eine zusätzliche Lizenz. Die können Sie bei uns beziehen. Also, wenn Sie quasi den AI Assistant nutzen möchten, fragen Sie gerne nach einem Angebot bei uns, und dann geben wir Ihnen eines. Genau. Dann vielleicht die nächste Frage, die würde ich auch gleich übernehmen. Wie teuer ist der AI Assistant eigentlich? Kommt auch hier, wurde wieder gestellt. Und ich würde einfach mal so ein paar Preispunkte, dass Sie sich grob orientieren können. Wenn Sie einen individuellen Preispunkt wissen wollen, dann können Sie sich natürlich gerne im Nachgang einfach bei uns melden. Bei 100 Lizenzen kostet der AI Assistant für diese 100 Lizenzen pro Jahr zum Beispiel 6.600 €. Für 500 Lizenzen wären es 19.300 € und für 1.000 Lizenzen als Beispielpunkt 29.250 €. Das mal so ein bisschen auch im Vergleich zu anderen Lösungen, die es gerade so am Markt gibt. Bei 1.000 Lizenzen läge man bei 2,44 € pro Benutzer pro Monat. Der Stefan hatte vorhin schon mal gesagt, das ist im Vergleich zu vielen anderen Lösungen, ich würde mal sagen, um den Faktor 5 bis 10 günstiger, je nachdem, was man sich am Markt so anschaut. Aber damit, genauso hoffen wir, haben wir ein sehr attraktives Angebot, um dann auch mal ein ganzes Unternehmen mit einem solchen Assistenten auszustatten und dann eben nicht nur ausgewählte Benutzer. Genau. Eine Frage, die auch wieder gekommen ist, Stefan, ist, wie viel Aufwand ist denn die Einrichtung und wie schnell funktioniert das? Vielleicht kannst du darauf einmal kurz eingehen. Ja, ist super schnell bereitgestellt. Also ich sage gerne innerhalb 24 Stunden, sobald bei uns quasi das beauftragt ist. Wir haben diese Standard-Prompts, die ja unternehmensspezifisch komplett individuell gestaltet werden können. Aber wir empfehlen halt, wir haben dieses Set wir haben also eine Bibliothek an Prompts, da können sich welche aussuchen. Wir haben eine Empfehlung für Standard-Prompts, so wie dieses Übersetzen, Kürzen, in Bullets umwandeln und so weiter, die wir einfach mit reingeben würden. Und dann können Sie jederzeit in der Nutzung quasi, wir machen das dann für Sie, schreiben Sie einfach eine E-Mail und sagen, hier hätten wir gerne noch einen neuen Prompt oder den anders. Und dann kann man quasi mit der Nutzung das auch verfeinern. Aber da macht es mehr Sinn, das ist bei KI generell ein guter Tipp, probieren gegenüber studieren, was funktioniert in der Praxis. Und dann kann man eigentlich sofort Erfahrungen sammeln. Und Sie werden auch mit diesem Standardprompt sofort, glaube ich, tolle Erfahrungen und tolle Ergebnisse erzielen. Und kann man da deswegen entsprechend, wie gesagt, sofort starten. Genau. Dann eine Frage, die auch nochmal wiedergekommen ist, die hatten wir vorhin auch schon, ist, ob man den AI Assistant testen kann. Ich würde das auch beantworten. Also ja, genau. Also würden wir sogar empfehlen, den AI Assistant zu testen, weil es ist ja so, nur weil KI jetzt ein Hype ist und KI dran steht, bedeutet das ja noch lange nicht, dass Ihr Unternehmen jetzt zwangsläufig auch sofort Geld dafür ausgeben muss, sondern Ihr Unternehmen wird wahrscheinlich vorher wissen wollen, was bringt mir denn diese Lösung jetzt ganz konkret? Und auch nur dann wird ein Unternehmen bereit sein, Geld dafür auszugeben, gerade auch, weil wir uns alle in einer wirtschaftlich etwas turbulenteren Situation befinden. Und was wir deshalb machen, ist, wir haben ein kurzes Testszenario dazu vorbereitet. Da würden wir Sie auch durchführen. Und es funktioniert so, dass ausgewählte Testanwendende über einen Zeitraum von 1 bis 2 Wochen, da muss man sich einfach abstimmen, ausgewählte Anwendungsfälle testen, einmal mit der KI und einmal ohne die KI.
Und dann wird ganz strukturiert aufgeschrieben und ausgewertet, wie viel Zeit brauche ich einerseits mit und ohne KI und wie hoch ist dann der Zeitvorteil, den man natürlich auch in Geld umrechnen kann. Und andererseits aber auch, wie geht es denn den Mitarbeitenden konkret damit? Also wurde ich jetzt bei dieser Aufgabe eben von einer lästigen Aufgabe entlastet, die ich nicht machen musste? Kann ich mich jetzt schneller wieder auf das Wesentliche, nämlich meinen Job konzentrieren und darauf Mehrwert zu schaffen, anstatt diese Aufgabe zu erledigen, ja oder nein? Und diese Fragen, die werden dann eben strukturiert ausgewertet, sodass Sie dann am Ende auch eine kurze Übersicht bekommen mit ganz harten Zahlen, die ganz deutlich ausdrücken, ob diese Lösung Ihr Geld wert ist oder nicht. Und somit kann man dann auch eine ganz schnelle und bewusste Entscheidung fällen. Und das ist auch immer unser Ziel für unsere Kunden. Genau. Also sehr gerne uns da ansprechen, wenn wir Ihnen helfen dürfen. Wir führen Sie dann gerne durch diesen kurzen Testprozess und finden mit Ihnen heraus, ob der AI Assistant gut zu Ihrem Unternehmen passt. Genau. So, jetzt schaue ich gerade noch mal hier noch eine Frage, die nehmen wir vielleicht noch. Stefan, funktioniert der AI Assistant in den Desktop-Apps auf dem Mac? Gute Frage, noch nicht. Gut, dass das habe ich am Anfang sehr verkürzt dargestellt. Wir haben begonnen sozusagen mit der Windows-Variante. Das heißt, momentan sind die drei Applikationen Word, PowerPoint, Outlook für Windows. Mac ist in der Mache. Das haben wir alle gestern vermutlich sehr gespannt geguckt, was Apple da mit ChatGPT verkündet hat. Aber der Plan ist, dass es sozusagen den AI-Assistant auch zeitnah in gleicher Form für den Mac gibt. Natürlich mit den gleichen Infrastrukturen, den gleichen Preispunkten. Aber ich kann leider, auch wenn das die Folgefrage mit Sicherheit ist, gerade nicht genau sagen, wann es ist. Das ist inzwischen bei Softwareentwicklung immer nicht so ein bisschen schwierig. Aber genau, aber guter Punkt. Ja, das ist schon eins zu Windows, Mac kommt noch. Super, okay. Alles klar, Stefan, wir sind jetzt 6 Minuten über der Zeit. So geduldig war unser Publikum mit uns. Genau, jetzt wollen wir Ihre Zeit aber auch nicht überstrapazieren. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, im Nachgang kommt nochmal etwas Kommunikation rund um den AI Assistant, aber auch dazu, wie Sie uns kontaktieren können, wenn Sie einen Test machen möchten, wenn Sie einen Beratungstermin gerne hätten. Und genau den Link zu der BCG-Studie, den teilen wir auch noch, dann sind Sie gut informiert. Ich danke dir, Stefan, für die sympathische Vorstellung. Ich danke allen fürs Zusehen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles klar, danke, ciao, ciao. Tschüss.